Willkommen, meine lieben Freunde, zur 54. Folge von Civ Comparison. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind hier in der Civ 2 Partie, die relativ gut läuft, also zumindest für meine Verhältnisse recht gut läuft. Schauen wir mal. Wir haben bereits von allen, außer von den Griechen, Städte erobert. Letztens haben wir tatsächlich die erste Zulu-Stadt erobert, nämlich Untata. Ich finde, Untata ist ein super Name. Man sollte mehr Städte Untata nennen. Ja, schauen wir mal. An und für sich spricht einiges dafür, dass wir auch Tugela dann irgendwie relativ bald erobern werden. Weil ich bringe da gerade meinen Spion nach Untata. Und dann können wir diese Insel da auch erobern. Da oben wird es wahrscheinlich auch irgendwo eine Stadt noch geben, wenn ich das recht sehe. Immerhin sind da Straßen hingebaut worden. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen dafür, dass da oben auch noch Städte sind. Dann ist es wenigstens einfacher, irgendwelche Zulu-Städte zu erobern. Na gut, wo sind wir denn? Da machen wir nichts. Der macht da weiter. Der macht sowas. Oh, Mist. Ich hätte vielleicht mir das vorher anschauen können schon. Spices. Wo kommen die hin? Nach Simbabwe, Ulundi, Neapel, Woodlake ist auch gut. Ist okay. Ah, da hätte ich mit dem Schiff dann rauffahren sollen. Na gut, dann fahren wir mal nach Schwarz. Das Lutetia-Schiff hätte dann rüberfahren sollen. Keep moving. Können wir dann jetzt dran nehmen gleich? Nein. Ja, du wartest hier. Fürstenfeld, schau uns an. Ingenieurs. Gut. Da brauchen wir noch eine Straße her. Ah, Mist. Naja, das kommt davon, wenn man eine Weile nicht spielt, dann ist das immer, da macht man dann immer ein paar weniger intelligente Dinge. Vor allem, ich versuche da jetzt auch eher flott durchzukommen mit dem Spiel. Warte mal, aber du kannst noch warten. Aber ich fürchte, du wirst jetzt diese Runde noch nicht abgeholt. Dazu ist dieses Ding dann noch etwas zu weit weg. Okay, fahren wir da noch eine Straße her. Und du fängst an schon da das zu machen. Ich überlege gerade, ob wir noch im Krieg sind mit denen, aber ich glaube nicht. Peace, 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 peace. War. Kanzler. Sehr gut. Aber wahrscheinlich nicht allzu lang. Ja, bald die nächste Stadt erobern müssen, dürfen können. Ist außerdem eh relativ okay. Immerhin. Straße und so ein Dings her. Okay. Da brauchen wir vielleicht irgendwas, um die Leute glücklich zu machen. Ein Kolosseum zum Beispiel. Ah ja. Na
Was ist das für eine Insel, die ich mir da gerade eigentlich anschaue? Okay, warte mal. In welche Richtung bringen wir denn dann? Fahr du mal hierher und hol den Spion ab. Berg. Brauchen wir stattdessen vielleicht ein Küstenfort. Das bauen wir gleich fertig. Damit wir diese. Achso, ja. Ah, Griechen haben Fundamentalismus gestartet. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass sie uns auch bald angreifen werden. Au. Was so ein Fiesling. Jetzt zerstört man einfach meine Truppen. Okay, wir brauchen wieder einen Rifleman. We love the Chancellor D. Celebrated in Bruck an der Mur. Oh, warum muss ich nicht anschauen? Die freuen sich einfach nur alle. Einmal Tempel. Und ein Aquädukt als nächstes. Was brauchen wir im Baden noch? Tempel brauchen wir eine Freight einmal. Das ist es. Ein Gebiet, wo man nicht wirklich damit rechnen müssen, dass wir bald einen Krieg anfangen. Okay, die freuen sich alle. Ah, ich weiß warum. Ich habe ja letztens. Ach Gott, ich bin so doof. Ich habe ja letztens Cure for Cancer fertig gekriegt. Dadurch kriegt man ja glückliche Leute in jeder Stadt. Sewer System, das ist gut. Supermarkt, nein. Stock Exchange. Offshore Plattform ist bei dir sehr wichtig. Sehr wenig Produktion und sehr viel Küste. Ah, bauen wir mal eine Library dort. Hey, und Combustion haben wir auch erforscht. Wir können jetzt Unterseeboote bauen. Ja, Combustion, Verbrennungsmotor ist das im Großen und Ganzen, den wir entwickelt haben. Mit 1857 sind wir da etwa 50 Minuten vor, 50 Jahre vor unserer Zeit. Oh. Weiß ich nicht. Help, was kann Automobile? Mass Production wollen wir haben auf jeden Fall. Aber es endet den Effekt von Leonardo. Den Koloss. Und Fighter. Fighter sind auch sehr cool. Guerilla Warfare. Was bringt der? Eigentlich nichts. Leban Union ist uns egal. Ah. Machen wir Flight mal, bevor wir das Automobil machen. Yay! Klagenfurt liebt uns auch und wächst auch gleich. Finde ich gut. Bauen wir mal einen Supermarkt. Ja. Was brauchen wir in Neapel? Freight? Nein. So ist es dem Punkt eigentlich kaum was. 2, 4, 6. 6 Leute da erst. Oh, meine Library. Na, Stock Exchange wäre auch gegangen. Du wirst mir aber eine Offshore-Plattform bauen. Bist du wahnsinnig, Kumi ist schon riesig. Die werden nicht mehr wachsen, nicht mehr viel.
Ja, oh ja, sie könnten schon noch wachsen, aber gerade in der Gegend habe ich relativ wenig. Aber um ein Quarthouse eigentlich. Was kann das nochmal schnell? Decreases Corruption by 50%, das ist uns wurscht. Make City more resistant to bribery, ist uns auch wurscht. Under Democracy, one content citizen becomes happy. Das heißt, er macht einen glücklich. Und er kostet nur eins, das heißt, er kostet nichts. Wollen wir noch einen Freight oder einen Spy? Wir brauchen nochmal einen Spy, sicherheitshalber. Ja, brauch weiter einfach. So ist gut. Gut, na dann. Schauen wir mal. Kildee und Woodlake sind relativ gut ausgebaut. Running Bear, Buffalo und Dead Buffalo. Oh, da. Noch eine Eisenbahn her. Mal zurück nach Dead Buffalo. Diesmal da bei der Bewässerung. Du wartest hier. Und fährst wieder rauf. So, Kume, nachdem du ja mehr oder weniger schon voll bist. Und uns darum kümmern, dass du noch ein bisschen Essen kriegst, Kume. Ach, das sehe ich ja was. Also noch gar keine Irrigation. Gut, dich haben wir gesagt, das bringen wir nach Schwarz. Du wartest hier. Wir weiter in Richtung New York mit dem Farmland. Gut, Baden. Da kann man noch eine Eisenbahn hier. Was? Ach so. Stimmt, der ist stehen geblieben. So, schauen wir mal. Sewer System hast du. Und statt dem vielleicht einen Supermarkt. Dann wachsen wir hier schneller. So, Silber. Wo gehört denn Silber hin? Little Bighorn. Gmunden oder Mürzzuschlag?
auf und mit Zuschlag gemunden ist, glaube ich, da oben auf der Insel. Ja. Wo ist mit Zuschlag, frage ich mich gerade. Ist das auf der Insel? Ist auf jeden Fall nicht auf unserer Hauptinsel. Ist auf einer von den unteren da. Hallstatt, Rhein, Spital. Murau. Oh, da gibt es auch neue Gmunden. Ich habe zwei Gmunden. Eins davon sollte entmünd werden. Wir müssen sogar zu dem Gmunden, weil das war das Gmunden mit der Größe 3. Nehmen. Machen wir Münd draus. Aber wo ist mit Zuschlag? Keine Ahnung. Da auch nicht. Oben, ah, da ist mit Zuschlag. Na okay, noch mit Zuschlag fahren wir nicht. So, dann haben wir gesagt, wir machen hier auch noch irgendwo eine Stadt da unten. Hätte die Stadt den Vorteil, dass sie zu dem Wahl kommt, aber den Nachteil, dass sie ganz nah beim Spital ist. Besser wäre es hier. Da kommen wir jetzt dann nicht mehr zu dem Wahl, aber immerhin auch noch zu dem hier und auch zu dem hier. Ah, das ist schon ganz besser. Das ist schon besser, ja. Ah, lass mal so. Straße. Ah, wir sind da einmal rund um diese Insel gefahren. Die ist sogar noch unerforscht. Bist du irre? Da müssen wir einen Spion oder sowas rüberbringen. Apropos Spion. Ein President Saskatchewan. Schauen wir mal, was ist denn das? Ah, die hat eine Demokratie, das gefällt mir aber gar nicht. Aber um uns den Krieg zu erklären, muss ich, glaube ich, die Dings ändern. Yo, I will grant an audience. Schauen wir es mal an. Very well. Yo, wir willkommen. So. Ausgezeichnet, wir sind im Eisenbahnnetz. Wir haben nur noch zwei Drittel Bewegung. Können wir uns vielleicht irgendwie so stellen? Da ist nochmal ein Wounded Knee. Haben wir nicht schon ein Wounded Knee? Nein, Wood Lake. Vielleicht sollten wir so fahren, dass wir möglichst nicht ausgewiesen werden. Ich fürchte, das wird uns nicht gelingen. Gut. Was haben uns die zu sagen? Die haben nur Washington. Yep. Mein Freund und Zwetschgenröster.
Our civilization is threatened by the evil Greeks. Will you ally with us to help repel the unprovoked aggression? 400 Goldstücke. Ah ja, aber so nicht. Und die Zulus haben uns auch gleich dafür den Krieg erklärt. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Au, hörst du auf damit? Gibt's das? Und Electronics stehlen sie auch. Bist du irre? Schauen wir mal, was posten du gerade. Ja, dann hoffen wir das mal und dann bauen wir als nächstes ein Aquädukt. Hey, Aquädukt. Bauen wir mal noch einen Rifleman sicherheitshalber. Eine Fabrik. Stock Exchange in Iro Castle macht uns unsere Leute glücklich. Das finde ich gut. Dann machst du das System auf jeden Fall als nächstes. Little Big Horn braucht das Zeug, Atlanta. Wir brauchten Öl, noch gar keiner. Atlanta Viroconium. Vielleicht Dublin Kapfenberg. Ja, okay. Wirhausen wird vielleicht auch gleich mal einen Supermarkt bauen, weil bei Wirhausen werden wir auch bald sein. Was das Farmland betrifft, eine Fabrik, ein Stock Exchange. Nochmal eine Universität. Ja, ich weiß. So. Slim Butts und Free Forks. Ich fürchte, dort werden wir nicht stehen bleiben. Was brauchen denn die? Kupfer, Silber, Kohle. Kupfer, Weinkohle. Kupfer, Silber, Silk. Ah, oh, da ist Little Bighorn, sehe ich gerade. Kupfer, Gems und Coal. Ah, die sind noch nicht weit genug, die brauchen noch Kohle alle. Na gut, soll sein. Gut. Wood Lake müssen wir uns mal anschauen, was wir dort bauen gerade. Das wollen wir uns mal kaufen, sicherheitshalber. Das mal dazu. Es geht ja echt nicht, dass die da anfangen irgendwie bei mir rumzuwurlen. Mal Raging Brook weiter aus.
Vielleicht sollten wir hier einen von den Spionen nehmen. Muss man wait. Spice. Wohin gehört Spice nochmal? Das haben wir natürlich nicht gemerkt. Ah, Simbabwe, Ulundi und so Zeug. Aber auch Neapel. Woodlake. Woodlake ist gut. Soweit ich weiß, hat der Computer da aber ein paar Probleme. Na bitte. So, schauen wir mal, kaufen uns Tugela, oder? Kostet nicht allzu viel und unser Spion bleibt in Untertau. Ha! Sehr gut, sehr gut. Und da oben gibt es offensichtlich einen neuen Dings. Du fährst wieder runter und holst Sachen, die da oben gebraucht werden. Gut, wir sollten vielleicht aufhören. Wir haben schon 26 Minuten. Wir haben nur 2 Jahre gemacht. Naja, schau an. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall mal einen schönen Nachmittag. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Hallo wieder alle zusammen bei meiner Civ Comparison Partie, zweiter Teil, nämlich Civ 5. Nachdem wir hier noch immer im 2-Jahres-Abstand weitermachen, ist das ein bisschen mühsam. Wir haben hier nur immer einen Zug, während wir auf Civ 2 zwei Züge machen. Aber das kommt hier ganz gut hin mit der Zeit, dass wir auf die 30 Minuten kommen. Ja, machen wir weiter. Wir haben das letzte Mal Montreal gegründet. Schauen wir mal, was gibt uns. Oh. Hat sie mich angeschossen? Ja, er hat sie mich angeschossen. Irgendjemand hat mich angeschossen. Auch nicht Samarkand. Sondern diese Karavelle, diese Schoschonische. Hört sie auf, Bogota anzugreifen. Das gibt's ja wohl nicht. Irgendwie so ein Dings runterbringen. So, der Lancier bleibt hier stehen. Du fährst da weiter. Schiffskraftschicken nach Marineeinheiten oder Küstenräuber? Wo können wir uns stärker machen? Küstenräuber. So, na dann.
denn dort oben los? So, mal langsam können wir die ganze Welt. Der Inquisitor geht mal daher. Die Verbindung zwischen London und Stadt. Sehr gut. Ah, das goldene Zeitalter ist vorbei. Kann man nichts machen. Okay. Einen Archäologen. Ah. Hormus haben wir gesagt, wohl meines. So, damit sind wir es eigentlich schon wieder. Ich fürchte, diese Kanone wird getötet werden. Ich glaube, dagegen können wir kaum was tun. Der hat Amilcar Barkas da einfach. Wen hat er da? Lysander. Ich habe, glaube ich, noch nicht einmal einen General erobert. Ach, mit etwas Glück greift die Stadt diesen. Gatling-Kanone an. Dann könnte es sein, dass ich vielleicht doch überlebe. Ich glaube, einen Angriff mit dem Schützen könnte ich schon überleben. Na gut. Wir sehen uns nächste Runde wieder. Dann haben wir die Runde 300 und das Jahr 1860. Na gut. Bis dann. Tschüss euch.